Die letzte Generation und zwei fragwürdige Aspekte dabei, das ist heute das Thema. Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Wetzolds Welt. Ja, gestern ging es durch die Nachrichten, es sind Chatverläufe der letzten Generation aufgetaucht, wo es tatsächlich um mögliche Sprengstoffanschläge geht. Und das wollen wir uns im Detail anschauen. Erschienen ist das unter anderem bei Tichys Einblick und ich möchte diesen Artikel von gestern mit euch jetzt durchgehen. Letzte Generation Mitglieder wollten Sprengstoff beschaffen. Diskutierten Mordfantasien. Also Tichys Einblick ist nicht die Primärquelle, deswegen lesen wir hier, das Online-Magazin Apollo News hatte Zugriff auf 300 Megabyte interne Chat-Nachrichten der letzten Generation und diese ausgewertet. In der offiziell moderierten Chatgruppe Austausch LG Goes Lützi, auf dem Apollo News Zugriff hat, werden Mordfantasien und Pläne zu schweren Straftaten geäußert. Die Aktivistin, die sich Zola nennt, schreibt über Innenminister Reul und RWE, ich könnte seit Tagen auch nur noch ausrasten. Das ist echt noch keine über den Haufen geschossen hat, ist echt ein wahres Wunder. Zola schreibt, weißt du, was du machen musst? Ständiges Besuchen gehen, mit Scheißebeuteln auf sie werfen, Nagelbretter auslegen und so weiter und so weiter. Denn du siehst, wohin Gewaltlosigkeit führt. Ja, diese Zola ist jetzt keine Jugendliche, sondern eine Mutter von zwei jugendlichen Kindern, also durchaus eine Frau im reiferen Alter, sag ich mal. Also das kann man hier an der Stelle nicht Jugendlichen Übermut zuschreiben. Wir lesen weiter. Schließlich schlägt Zola vor, Bagger und Konzernzentrale von RWE in Brand zu setzen. Dann meldet sich der Aktivist Igor und schreibt, das Zeug brennt nicht gut. Glaubt mir, die Bagger ist aus Eisen und das Büro aus Ziegel. Er schreibt, wer von euch kennt sich mit Sprengstoff auf? Bitte welchen besorgen. Als sich niemand meldet, schließt er an, sonst kaufe ich welchen im Darknet. Ja, es geht dann noch weiter darum, dass, obwohl es eine relativ prominente Gruppe ist, wo auch hochrangige Mitglieder der Bewegung Mitglied sind, dass es nur zu verhaltenem Widerspruch kam. Und schließlich wird auch noch darüber geredet, ob man, also dass, wenn es zu Anschlägen kommen sollte, dann möge da bitte der Name der letzten Generation draußen bleiben. Also man redet de facto auch über, wenn man so will, Anschläge unter falscher Flagge. Ja, das ist das eine, worüber zu reden ist. Das ist aber zunächst mal an sich bemerkenswert. Ist es also so, dass wir es hier mit einer, ich will mal sagen, terroristischen Organisation im Entstehen zu tun haben, ist meines Erachtens auf jeden Fall ein Fall für die staatlichen Aufsichtsbehörden. Das ist das eine. Das andere ist, worum es mir heute eigentlich geht, ist die Reaktion der Medien. Deswegen mache ich das Video nämlich heute und habe es nicht gestern gemacht, weil ich die ganze Zeit darauf gewartet habe, ob das im Mainstream auch thematisiert wird. Denn es haben bislang nur Alternativmedien dieses Thema aufgegriffen. Und wenn ich jetzt hier mal suche, habe ich mal von heute die News bei Google durchsucht, dann sehen wir also auch, welche Medien das sind. Hier Express, Tichys Einblick, wie gesagt, Wall Street Online, Apollo News, die genannte Primärquelle, Julian Reichelt hat dazu getwittert, danisch.de, das ist auch ein kontroverser Blog, dann Kompakt Online und so weiter. Und man findet also nichts, aber auch gar nichts von Seiten des Mainstreams. Und das finde ich insoweit bemerkenswert bzw. bedenklich, als es doch so aussieht, als ob der Mainstream dieses Thema totschweigen will. Zumindest hat man den Eindruck. Denn entweder handelt es sich hier um authentisches Material, um authentische Quellen, dann ist es meines Erachtens auf jeden Fall, wäre es auch in
allen großen Presseorganen zumindest eine mittlere Meldung wert. Ja, also ich muss jetzt nicht gerade gleich zur Titelgeschichte gemacht werden, aber auf jeden Fall sollte dieser Fund doch berichtet werden. Denn wenn tatsächlich hier beim Klimaprotest sich erste Anzeichen von Bildung von terroristischen Strukturen feststellen lassen, ist das ja doch auf jeden Fall ein Thema von politischer Relevanz. Oder aber es handelt sich um eine, ich will mal sagen, alternativ mediale Ente. Und auch dann würde ich eine entsprechende Berichterstattung mit natürlich einer entsprechenden Aufklärung und auch hinreichende Beweislage vom Mainstream erwarten, der das richtig stellt. So, bei dieser Situation, ja, wo wir sozusagen in den vornehmlich konservativ bis rechten Alternativmedien hier einen großen Aufschrei sehen, aber ein dröhnendes Schweigen im Mainstream, ergibt sich eine Situation, wo man sieht, wie kaputt eigentlich unser Mediensystem ist, ja, wenn es so ist, dass wir sozusagen nicht mehr gemeinsam über potenzielle gesellschaftliche Bedrohungen diskutieren können, sondern wenn es unterschiedliche Diskurse gibt, die sich einander meiden, ja, also jetzt in dem Fall vor allem der Mainstream, der nichts mit den alternativen Medien zu tun haben will, der seine Macht, die er nach wie vor besitzt, dadurch ausspielt, dass er hier diese junge Konkurrenz, die nicht politisch korrekt in seinem Sinne ist, einfach konsequent ignoriert, ja, dann wird eben das begünstigt, was ja doch auch wiederum von anderer Seite beklagt wird, nämlich, dass sich so Parallelwirklichkeiten herausbilden, so Tunnelwirklichkeiten, dass also jedes Milieu dann seine eigene Wahrheit entwickelt, ja, und man andere Wahrheiten dann nicht mehr aushält, sie nur niederschreit, sie sich nicht mehr mit ihnen auseinandersetzen kann, sondern man nur noch Mikrodifferenzen überhaupt aushält. Wir sprechen ja auch über Mikroaggressionen, aber Mikroaggressionen werden natürlich dann Thema, wenn eigentliche Aggressionen kaum noch wahrzunehmen sind und umgekehrt sind nur noch Mikrodifferenzen im Kognitiven dann allein das Problem oder allein zu Thema, wenn man wirkliche substanzielle Differenzen eben auch schon gar nicht mehr aushält, ja, also an dieser Stelle mein Appell an den Mainstream, schweigt hier nicht so laut, und der Punkt ist ja, man bekommt es ja mit, also viele, viele Menschen machen ja diese Beobachtung, die ich auch gemacht habe, ja, und das wirkt ganz, ganz fatal, weil es im schlimmsten Fall dann dazu führt, dass Menschen sich radikalisieren oder fanatisieren. Ich meine, radikal bin ich hier schon als Vertreter der radikalen Mitte, aber das, was der Mainstream als Radikalismus meint, ist in meiner Ideologie Fanatismus und ist genauso negativ bewertet. Gut, es geht ja bei der letzten Generation letztendlich auch um das Thema Klima, ja, aus dem Grund habe ich nochmal ein Video hier angepinnt, bei dem ich nochmal auf das Thema Klima und auch die Wahrnehmung im Mainstream ein bisschen detaillierter eingehe. Ja, vielen Dank für heute, bleibt mir gewogen und tschüss, bis zum nächsten Mal.